Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeigen wir euch, wie man bei einem E46 Dreier Vorfacelift, also wir machen es bei einem Vorfacelift Limo, Xenonscheinwerfer nachrüstet. Wir haben jetzt in unserem Voraus schon darüber informiert, haben aber nicht wirklich irgendeine gute Anleitung dazu gefunden und haben es jetzt halt einfach mal auf gut Glück probiert und es hat eigentlich auf Anhieb funktioniert. Und deswegen wollen wir euch jetzt zeigen, wie wir es gemacht haben und dass es doch, wenn man es nicht ganz gescheit macht, mit wenig Aufwand geht. Und zwar haben wir es jetzt so gemacht, dass wir die Reinigungsanlage, also die Scheinwerferreinigungsanlage für die Xenon-Scheinwerfer und die Niveau-Höhenregulierung nicht mit einbauen. Wenn man das nicht mit einbaut, dann ist das Nachrüsten so gesehen illegal, weil das halt Bestandteile sind, die man für Xenon-Scheinwerfer braucht. Uns ist es jetzt halt in dem Fall egal, wir machen es jetzt halt so, weil das fällt im Endeffekt nicht groß auf. Aber trotzdem will ich halt eher dazu sagen, dass es so, wie wir es machen, nicht straßenlegal ist. Hier seht ihr jetzt mal, was wir für den Umbau verwenden. Ihr braucht auf jeden Fall zwei Xenon-Scheinwerfer, am besten von einem Schlachter oder so. Dann einmal ein Xenon-Lichtschaltzentrum, von den Scheinwerfern am besten gleich mit. Und dann nehmen wir jetzt, damit es so aussieht, als wäre die Reinigungsanlage angebaut, nehmen wir noch die Blenden unten dran und eben noch die Blenden von der Spritzdüse und noch zwei Spritzdüsen. Und wenn ihr es legal machen wollt, dann braucht ihr halt eben noch die Höhenregulierung, den Kabelbaum dafür, einen anderen Wischwasserbehälter und die Düse und die Schläuche für die Scheinwerferreinigungsanlage. Wir belassen es aber bei den Sachen, die ihr hier auf dem Bild seht. Zuerst zeigen wir euch, wie man das Lichtschaltzentrum austauscht. Dazu erstmal die Leiste, die das abdeckt, wegmachen. Am besten mit einem Schraubenzieher oder so reinfahren und rausziehen. Und dann ist das Lichtschaltzentrum mit zwei Kreuzschaltschrauben festgeschraubt. In unserem Fall fehlt jetzt schon eine, deswegen haben wir nur eine. Aber ihr löst die beiden Schrauben. Und wenn ihr die Schrauben draußen habt, also links und rechts, dann nehmt ihr einfach das Lichtschaltzentrum und zieht es raus. Und dann oben noch den Stecker lösen. Und schon ist es draußen. Dann baut ihr das neue einfach in umgekehrter Reihenfolge wieder ein. Als nächstes zeigen wir euch, wie man den Scheinwerfer ausbaut. Dazu macht ihr erstmal den Blinker raus. Da fahrt ihr da oben in das Loch mit einem Schraubenzieher rein. Also es gibt zwei verschiedene Systeme. Einmal ist der Blinker geschraubt, einmal gesteckt. Hier ist er gesteckt. Da müsst ihr einfach auf so eine Lasche draufdrücken und den Blinker dann rausziehen. Gleichzeitig. Und danach den Blinker einfach ausstecken. Als nächstes nehmt ihr die Leiste unter dem Scheinwerfer raus. Die ist unter dem Scheinwerfer reingeklickt, da müsst ihr einfach ein bisschen dran ziehen und teilweise eine Arretierung lösen und auf der Seite vom Kotflügel, da ist die auch in den Kotflügel reingeklickt. Manchmal geht sie nicht so leicht raus wie bei dem Auto jetzt. Als nächstes müsst ihr noch die Schrauben entfernen, die den Scheinwerfer in der Position halten. Das sind vier Stück. Eine da, eine hier hinten unten und eine hier seitlich drin. Die sind teilweise ein bisschen blöd zu erreichen, also die beiden oberen gehen gut, die beiden hinteren und die seitlich, also die seitlichen und die hinteren, die sind ein bisschen blöd zu erreichen, aber es geht schon. Wenn ihr alle Schrauben gelöst habt, dann müsst ihr einfach den Scheinwerfer nehmen und nach vorne rausziehen. Aber seid vorsichtig, wenn die Kabel noch eingesteckt sind, dann schaut halt, dass ihr sie davor aussteckt oder den Scheinwerfer ein bisschen rauszieht und dann die Kabel aussteckt. Und schon ist der alte Scheinwerfer draußen. So, als nächstes müsst ihr die Düse von der Scheinwerferreinigungsanlage reinstecken, von hinten in die Fassung rein, dann oben mit den beiden Pins arretieren. So. Wenn ihr die Düsen drin habt, dann kann eigentlich schon eine neue Scheinwerfer rein. Und ihr müsst aufpassen, also ihr nehmt den Scheinwerfer und schiebt den auf der Halterung hier drauf rein. Und ihr müsst aufpassen, der Scheinwerfer hat unten zwei Einbuchtungen für den und für den Halter. Da muss der Halter in den Scheinwerfer unten rein, ansonsten würde der oben drauf liegen. Und zwar hier rein muss das. Weil wenn der oben drauf liegt, dann biegt es nur nach unten und der Scheinwerfer steht zu weit hoch. Und schiebt den halt vorsichtig rein und der muss dann nachher auch bei den Löchern hier passen.
Anschließend müsst ihr einfach die Scheinwerfer wieder einbauen, so wie wir es gesagt haben, beziehungsweise in umgekehrter Reihenfolge, wie ihr es ausgebaut habt. Dann die Scheinwerfer hinten dran natürlich alles wieder verkabeln, alles wieder einstecken in die Steckplätze, wo es reingehört. Und dann unten die Leisten reinmachen und vorne die Spritzdüsenabdeckung auch auf die Spritzdüse draufstecken. Und dann habt ihr Xenon-Scheinwerfer.